Ja, es ist wieder Quiztime. Die Julia Bayer hat hier eine interessante Aufgabe gestellt. Wo ist das? Da habe ich mir die Fotos so angeschaut. Die zwei sind so schwarz-weißlich. Da funktionieren Bilder rückwärts suchen nicht. Ich habe mich dann mal für dieses Bild hier entschieden und habe das in Google Lens gesucht. Das Add-on dazu habe ich mir schon installiert gehabt. Das seht ihr in einem anderen Video von mir. Aber es wird nichts gefunden. Es ist ein bisschen ja, so Backsteinzeugs, Gitter. Also irgendwie Ergebnis nicht so toll. Und da gibt es jetzt eine tolle Webseite, cleanup.pictures. Wenn ich mir da die Datei reinlade, dann kann ich hier die Gitter entfernen lassen. Also irgendwelche Elemente, die mich stören, die markiere ich und die KI hinten dran versucht, so gut wie es möglich ist, dieses zu bereinigen. Und wenn alles gut läuft, wird dann Google Lens dieses Foto besser finden können, weil diese störenden Gitter nicht mehr vorhanden sind. Grafik speichern unter. So, von hier aus kann ich es nicht direkt nach Google Lens schicken. Aber ich kann es hier jetzt hochladen, wenn ich in Google Lens drin bin. Und sofort habe ich das richtige Ergebnis: Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Ja, ich habe noch zwei andere Webseiten, die ich kurz zeigen möchte. Hier ein Crop. Das heißt, ich könnte hierher gehen und eben gewisse Ausschnitte mir zuschneiden lassen, wie ich das möchte, und hätte dann eben diesen Ausschnitt. Das ist auch mal ganz nett, vor allem wenn man kein Bildbearbeitungsprogramm zur Verfügung hat. Und MyHeritage bietet eine Möglichkeit nachzukolorieren. Das wäre gerade für solche Bilder, die eben schwarz-weiß sind und deswegen nicht gefunden werden, ganz nett, weil dann schaut es so aus und die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet, ist doch deutlich angestiegen. Funktioniert auch einfach hochladen und fertig. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.